kostet 5 Kilogramm Lego. Dann kommt aber auch, dann sind es einmal 1 Steine oder? Und viel kostet's? Das aktuelle Gebot für die 10,5 sind 56,55. Okay. Wow. Das 4 Tage ich. Läuft das Ganze noch, aber. Man kann es mitbieten. Also, aber das geht noch hoch. Ich würde sagen, es ist Zehnfaches drin. Und der 1 Kilo? Der 1 Kilo kostet sogar nur 22,99 sofort kaufen. Na dann. Mensch. Mehr als 10 verfügbar. Gebrauchter Zustand gemischt. Ist aber auch nicht Lego-Technik. Tja. Lego-Konvolut 12,5 Kilogramm. Ja, kannst du schön drin baden. Kannst dein erstes. Hoff, kannst dein erstes Video für YouTube machen. Ich bade in Lego. Holy shit, das sind wirklich alte Sets. Wieso? Sind sie noch aus Holz? Nee, aber ich kenne diese Bauteile und die hat mein Vater mir damals schon ein großes Set auf eBay damals geholt. Und diese Bauteile sind aus uralten Sets, also 80er, 90er. So, ich dachte, du meinst aus den 40er, 50ern. Lego angefangen. Genau. Ich weiß es nicht. Ich weiß, sie haben mit Holzklötzen angefangen. Lego. Wikipedia. Ich hab Gold. Seit 1949. Ich hab grad ne Idee, vielleicht reicht das sogar. Wobei, aus der Reihe haben meine Großeltern dann noch wieder Lego rumliegen. Echt? Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das sind dann noch so die richtig fetten Zahnräder und sowas. Ich hab 21 Goldbarren. Sind bestimmt was wert. Oh. So ein Helm. Ui. Oh, für die Schuhe hat's nicht mehr. Hat noch jemand Goldstiefel? Nee. Nö. Kannst ja ins Nether gehen, da gibt's genug Gold. Ich hatte noch, glaube ich, irgendwo Goldstiefel. Hatte ich die nicht im Nether? Oh, what? Nee, ich war noch nicht im Nether. Fuck. Ich war, glaube ich, einmal kurz, um zu gucken, was für ein Biom wir haben. Da würde ich auch nochmal gerne in diesem Let's Play reingehen. Hab jetzt eine Goldrüstung. Warum? Weil ich genug Goldbarren hatte. Ja, aber da machst du Goldblöcke. Nö. Ich habe eine Goldrüstung gemacht, für nur die Schuhe zu. Oh, nice. Fuck it, auf die sieht Beobachtungsliste. Was auf die Beobachtungsliste? 16 Kilogramm Lego. Oh mein Gott. Gibt's noch was Höheres? Ein komplettes Mindstorm-Set drin. Gibt's noch was Höheres? Mit mehr Lego? Mehr Kilogramm Lego? 100 Gramm Lego? Nee, 100 Kilogramm. 100 Gramm Lego wäre ein Stein oder so. 6 Kilogramm, 0,8, 1,7, 2,2. 100 Kilogramm. 4, 2, eine Tonne. 5, 7,6, 2. Eine Regentonne voll Lego. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Gott verdammt, die packen das so in Plastiktüten ab, da hat man das Gefühl, man kauft Koks.
Mal ernsthaft, das liegt ja doch wirklich so schön auf einer Waage und so. Hm. Das, man hat halt echt hartes Gefühl, man kauft da Koks. Vielleicht kaufst du ja auch Koks. Das sind keine echten Lego-Teile, sondern von einem von den anderen Herstellern. Nee, das sind echte Lego-Teile. Vielleicht ist ja auch Lego Koks. Auf die ja. Oh, schade. Sonst hätte es Sinn gemacht, den allgemein. Oh, das ist wirklich Koks. Das ist halt, guck dir das mal kurz an. Ich hab's in allgemein in den Chat reingeschmissen. Man hat halt echt gefühlt das, echtes Gefühl gekauft, da was Illegales. Ach du Scheiße. Holy shit, man. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Oh Mann, ey. So, Holz brauche ich jetzt. Tja. Wollen wir mal gucken. 7,5, 1 Kilogramm, 1,2, 1. 18 Kilogramm. Ich glaube, die Blätter ist wieder stehen geblieben. Was ist drin? Lego City, Lego Ninjago, Lego Star Wars. Ja, nee. Elf Komma fünf, zehn, eins, acht, sieben, zwei, vier, sechs, 2,5, 7,8, 1. 20 Lego Ninjago Figuren. Das will ich mal wissen. Lego Kilogramm Technik. Und die Goldstatue, die Goldrüstung habe ich einfach nur zum Flexen erstellt. Einfach nur mal hier. Um es in der Bude stehen zu haben. Ah ja. Einfach weird flex. Was wollte ich denn jetzt hier machen? Ich glaube, ich wollte Holz machen. 20 Baumstammen. Ja, ich weiß nur, ich habe hier eine Spirale auf dem Boden. 12 gebaut. Holz. Baumstamm kriegen wir hin. Ist nicht schwer. Schnell einen Baum abgeholzt. Aber was für Baumstamm? Sieht nach Eiche aus. Ist aber unwichtig. Ich glaube, es ist unwichtig. Ein Kilogramm schwarze Lego-Teile. Ach, nur ein Kilo? Für 16,99 sofort kaufen. Wow. Das sind wahrscheinlich alle Batman-Sets zusammen. Nö, eins. Nee, alle, die sind weg. Da ist nicht viel Schwarz dabei mittlerweile. Batman ist vielleicht ziemlich schwarz ausgestattet, seine Feinde sind es aber nicht. Ja, das stimmt. Das ist mehr so bunt. Tja. Aber wir suchen nach der falschen Farbe. Die richtig wertvolle Farbe laut Held der Steine ist ja Light Blue Grey. Scheißegal, wenn du die Farbe nicht brauchst. Gibt's auch Light Blue Grey? Ein Kilo Light Blue Grey? 10 Kilo, kannst mal gucken, Prof. Ist doch scheißegal, wenn er schwarze Steine haben will, dann soll er schwarze Steine kaufen. Will er denn schwarze Steine? Keine Ahnung. Weißt oder du, einfach nur Steine. Batman bauen. Gut, jetzt habe ich 21. Ich brauche außerdem noch 12 Holz. Oh
Und meine Steinkiste ist voll. Gut. Weiß ja, wenn ich Steine brauche, wo ich das herkriege. Ab wann braucht man schon mal Stein? Immer. Nicht wirklich. Man kriegt immer viel Stein. Brauchen. Platz gemacht, jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit dem Platz machen soll. So, das müsste reichen erstmal. Ich glaube zwar nicht, aber zumindest die Steine, die Holzdinge, das müssen wir das machen können. Das ist deutlich mehr Platz. Holz. Eins, zwei. Mal keine Ahnung, was ich hier noch brauche. 12 Holz. Ich züchte gerade einfach Hühner, weil ich sonst keinen Plan habe, was ich tun soll. Ja. Ich brauche mir eine Baumfarm. Sie bringt zwar nichts und wir haben schon eine, aber ich mach's trotzdem. Hui. Ich mach mal nochmal Treppen. So. Aus Treppen. Zehn brauche ich davon. Das könnte knapp werden. Oi, 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 oi. Aha, was ist bei dir los? So ein Wochenende ist schön. Ich glaube, morgen chill ich mich wieder in den Wald. 12. Hier in Minecraft, in den Wald. Einfach ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Ein bisschen spazieren gehen. Aber ich gehe doch nicht raus am Wochenende. Du gehst nie raus, außer zum Einkaufen. Und auf Arbeit. Ich habe immer noch drei hier. Ach, ist doch wurscht. Es ist halt verschiedenes. Ach, das ist ja. Aber ich bin schon happy mit meiner aktuellen Stelle. Hoffe ich doch. Das freut mich. Größtenteils wegen dem Geld. Immer. Hey. Ist das eine Druckplatte oder eine Falltür oder eine. Ein Slab ist es nicht. Ich verdiene jetzt, glaube ich, mittlerweile schon jetzt nach einem Jahr arbeiten mehr als alle meine anderen Mit-Azubis. Und wieso das? Wie kommt das? Ganz einfach. Wir sind nur 6 Techniker in der Firma, die 24/7 läuft. Und unser Chef weiß ganz genau, dass er nicht einen einzigen mehr von uns verlieren darf. Sprich, man kann ihm eigentlich so ziemlich eine x-beliebige Zahl nennen. Ja. Eine Million. Na, so sehr auch nicht, aber... Hast du es versucht? Nee. Aber er hat, mir eine Gehaltserhöhung von 1000 Euro genehmigt. Tja. Also an der Stelle würde ich mit der Million einfach mal probieren. Nee, so unverschämt bin ich nicht. Und außerdem möchte ich mir das ist dein Problem. Scherzen. Das ist dein Problem. Dass du nicht so unverschämt bist. Und ich bin schon sehr happy mit meinem aktuellen Lohn. Ja.
Kann mich auch nicht beklagen. Oh jo. Ah, schon wieder so ein Zeuge Jehovas. Dann haben wir hier noch irgendwo Fichte? Keine Ahnung, ich bin jetzt mal das Nether erkunden. Können wir mal schlafen gehen vorher noch? Bin schon weg. Jetzt kann ich schlecht schlafen. Ah. Nimm Bett mit. Ich will mich jetzt nicht durch den Berg sprengen, ui, danke. Magie. Du sollst ein Bett mit ins Nether nehmen. Hab nicht vor, mich irgendwo durchzuspringen. Außerdem muss er ja gar nicht ins Bett gehen, solange er im Nether ist. Haben wir irgendwo Fichten? Was? Oh, da ist eine Hühnerfarm. Ja. Hast du eine Fichte? Nicht, dass ich wüsste. Ich hol mal Gold. Wie viel braucht ihr? Ich viel. Gar nicht. Ich brauche noch ein bisschen für meine... Ich hätte gerne noch ich Schuhe. Ich habe jetzt schon 18. Und viele Äpfel. Ich werde heute nicht ins Nether gehen. Bin schon. Nächstes Mal vielleicht. Los, Hühner, vögelt für mich, vögelt ihr Vögel. Fichtenholz. Oh, ich habe noch Fichtenholzbretter. Dann können wir die doch nehmen. Na dann. Wie lange wollen wir eigentlich noch machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie lange willst du noch machen? Will mein Keller noch irgendwie zu Ende kriegen? Also bis zum Keller. Ich brauche vielleicht noch eine Fichte. Vielleicht dort oben auf dem Berg. Wäre eine Möglichkeit. Oh. Moni, was ist denn hier schönes gebaut? Ein Labyrinth. Ja, ich habe eine Spirale auf dem Boden gelassen. Ja. Ja. Hübsch. Sie ist zumindest da. Ja, gut, das war in das Nether soweit. Das sieht nach Ficht aus. Soll ich nur das Portal zurückfinden? Ah, da ist das Portal zurück. Na, ist ja schon welcome back. Ja, Fichtensteig. Ja. Back again. Morty's back. Tell a friend. Ich brauch 38. Ich brauch 38 Falltüren aus Fichtenholz. Was machen wir eigentlich mit dem Quarz? Was Quarziges ja. Bauen. Kann bestimmt irgendwas draus bauen. Und den schmelzen? Nö. Mit Quarz kannst du alle möglichen Redstone-Rahmen basteln und natürlich auch Quarz-Säulen genau. Und sowas. Okay, also sinnlose Scheiße. Hübsch und Redstone. Ja, für die Innenausstattung hübsch, wenn du was bauen willst. Okay, wie viele Fichtenstämme brauche ich, wenn ich 38 Dings machen will? Ich habe keinen Plan, was Ding Fichtenholzbretter. Also. Falltüren. Falltüren brauchen 6 Holzbretter. Okay. Jede Menge. Kann man eigentlich mit Goldklumpen machen? Ah. Ich hab schon. Also ich hätte 4 Gold. Und damit meine ich, hab 2 Goldschuhe. Aha, und ich baue gerade einen Baum mit der Spitzhacke ab. Warum auch nicht? Kannst du mit der Hand abbauen, geht ähnlich schnell. Ich weiß. Und deine Werkzeuge gehen nicht kaputt.
Vielleicht will er die Spitzhacke loswerden. Ist eh schon fast kaputt. Ist eh schon fast kaputt. Ja. Denkt denn niemand an die Spitzhacke-Kinder? An die Spitzenkinder? An die Spitzenkinder. Die ganzen Teenager. So, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57. So kann ich jetzt hier gerade, da brauche ich eine Werkbank für. Ich brauche wahrscheinlich eine Werkbank für. Jetzt habe ich eine Werkbank geöffnet, ich bin klug. Ich habe 11 Seiten Rezepte. Okay. Aha. The fuck. Falls ihr mich braucht, ich gehe mal eben aufs Klo. Viel Glück. Viel Spaß. Warum's? Okay, 7, 9. Achtunddreißig brauche ich. Da muss ich wohl noch ein paar Fichten abbauen. Und gerade mal neue Pflanzen. Das wäre nicht verkehrt. Jung. Was läuft bei dir so? Nichts Vernünftiges. Ich hüpfe gerade einfach nur in der Gegend rum. Oh, das ist Eichenstangen. Das ist nicht gut. So, Fichtenholzbretter brauche ich. Die Musik finde ich gerade nicht so schön. Tja. Könnte besser sein. Ansonsten Fichten abbauen. Für mehr Fichtenholz. Für mehr Fichtenfallstüren. Falltüren. Fa. Der stottert an mir. Tja, passiert. Du hast einen Zombie im Keller. Wir werden ihn gleich töten. Viel Spaß. Müde. Hab den Tag bisher noch nichts Vernünftiges gemacht. Tja. Ich glaube, ich mache nachher mal ausnahmsweise wieder Sport. Sport ist Mord. Ich hatte letzte Woche Sport. Da hatte ich dann 2 Tage von Muskelkater. Weil ich mich ein bisschen zu
überschätzt habe. Tja, bei mir läuft es wahrscheinlich wieder auf eine gute Runde Beat Saber raus. Hab ein bisschen, ja. Hab mich wirklich ein bisschen überschätzt und hab gedacht, ja, machst du mal Haus rein. Ja, ich werde morgen wahrscheinlich auch Muskelkater haben. So wie ich mich mit Beat Saber kenne. Tja. So mehr Falltüren. Weil wenn ich irgendwie damit wieder loslege, dann meistens komplett eskaliert. 35, 37. Wer hat sich das denn ausgedacht? 38 Falltüren. Wenn ich mal der YouTuber, dem du gerade zuguckst, will ich mal behaupten. Ich hab mal ein paar mehr gemacht. Weil so wie ich das von der Hobbit-Höhle kenne. Ja. Braucht man dann doch ein bisschen mehr. Hui. Was war denn das gerade? Ich war das. Das ist Sand. Uiuiui. Sand brauche ich glaube ich auch noch für Ton. Und das, nee, das ist Wolle. Okay, glaub, das Google. Ist Wolle. Schalte das Kantengefunzel ein. Und Creeper. Ich muss meine ganzen Sachen hier im Zimmer noch beknacktere Namen geben. Jetzt brauche ich 13 grüne Wolle und 7 grünen Teppich. Und kriege ich jetzt einen grünen Teppich her. Und grüne Wolle. Der Ventilator im Wohnzimmer heißt auch schon Luftumrührer. Grüne Trockenbeton habe ich, aber das ist Wolle. Wie macht man grünen Farbstoff aus Kaktus, oder? Für dunklen dunkelgrünen Kaktus direkt, und wenn du hellgrün willst, musst du es mischen mit Knochenmehl, also weißem Farbstoff. Und wie macht man Farbstoff? Ofen. Kaktus im Ofen. Jo. Grüner Farbstoff. Da brauche ich Kohle für. Holzkohle habe ich gerade noch 2. Was gibt's denn sonst so bei Lego? Discover. Shop. Sets. Mindstorm. Ah, sind immer noch bei Lego Mindstorm Eve. Okay. Oh, Gyrosensor. Grüner Farbstoff. Nett. Das wollte ich nicht. Ultraschall, Motor, Touch, Kabelset. Okay, ich brauche außerdem noch Zaun. Und zwar 2. Okay. Kann ich noch irgendwo einen Zaun rumstehen? Nö. Ach, Zaun ist ja relativ leicht zu machen. So, Wolle habe ich noch irgendwo. Weiße Wolle. Eine weiße Wolle habe ich. Ne, 52 weiße Wolle. Das dürfte reichen. Und Farbstoff. Grüne Wolle. Hui. 13 grüne Wolle brauche ich. Und Teppich. Wie macht man Teppich? Das Wolleblöcken, oder? Ja, ich glaube die untere Reihe mit Wolle. Schon länger her, dass ich irgendwann einen Teppich gemacht habe. Ah ja, zwei Wollblöcke. Das ist ein Teppich.
Sehr schön. Du kannst aufhören, Farbstoff zu brennen. Wee.